Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der BER-Gespräche, diesmal BER-Spezial. BER für Eilige, live on tape vom Chaos Communication Camp 2015. Bitte lasst einen fliegen für Martin Delius! Ja, bei mir sitzt mal wieder der Vorsitzende des BER-Untersuchungsausschusses im Abgeordnetenhaus von Berlin, der Abgeordnete der Piratenpartei, Martin Delius. Warum Hallo, lachst Martin. Du da so? Ich muss da immer so lachen, wenn ich das sage. Mir fällt immer Inbetriebnahme vor Fertigstellung ein. Das war jetzt... Das war, warte, das ist war Medon, ja quasi oder? Auch war das so. Medon? Inbetriebnahme vor Fertigstellung? Nee, das haben die 2012 versucht. Das war der Plan. Also, damit es am 3. Juni 2012 klappt. Jetzt. Inbetriebnahme vor Fertigstellung. Ist eine Art und Weise, wie man sich Genehmigung beim Bauordnungsamt holen kann. Ich wollte gerade sagen, das ist das, was denen jetzt auch gerade blüht, dass ihnen die Baugenehmigung ausläuft, jetzt wo Imtech pleite genau. gegangen ist. Wenn du irgendwann fertig bist, dann brauchst du eine Genehmigung für die Inbetriebnahme. Und dafür da gibt es eine Sonderform, die heißt Inbetriebnahme vor Fertigstellung. Das heißt, diese ganzen Genehmigungen sind eigentlich Makulatur, weil im Grunde kommt es darauf an, dass einer sagt, wir fangen genau. an. Ja, und das ist ja 2012 nicht passiert. Aber 2012 hat das Problem nicht angefangen. Wann hat das Problem mit dem BR angefangen? Also wir wollen durchhecheln, wir wollen euch jetzt nicht allzu sehr langweilen. Wenn ihr die Details hören wollt, könnt ihr euch unsere, wie viele Stunden haben wir mittlerweile? Ich glaube knapp 7 Stunden zum BR gemacht anhören. Wo fing das an? Wann hat sich Berlin überlegt, einen Großflughafen haben zu wollen? Das muss doch irgendwann kurz nach der Wende gewesen genau, sein. Sie dachten, es gäbe 5 Millionen Einwohner. Das war 92, 93. Ich weiß nicht, gibt es hier viele Berlinerinnen unter den ZuschauerInnen? Ja, da hinten die drei. So ein paar, ja. Paar. Also im BER-Village ist keiner interessiert an BER. wen wundert's? Also 92, 93 hat sich die wiedervereinigte Stadt Berlin so ein bisschen in der Zukunft gesonnt. Ja, Zukunft wollen wir alle haben. Ja. Und wollte, da gab es die erste Immobilienblase auch schon mal. Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Bevor dann der große Crash mit der Bankgesellschaft kam, das hat ja alles so ein bisschen zusammengepasst. Nee, es gab drei große Vorhaben. Es gab auch so eine Abteilung Zukunft in der Senatskanzlei in Berlin, die das gemanagt hat. Und zwar, wer saß da? Leute. Also irgendwelche niemand, höheren niemand, den Beamten. Niemand, noch kennt, so Björn Böning oder irgendwie so. Nein. Die haben drei Großprojekte ausgerufen. Das eine war die Wasserstadt Spandau. Wer von den BerlinerInnen kennt die Wasserstadt Spandau noch? Ah, da sind Leute. Sehr schön. Und was ist draus geworden? Nüscht. Also da stehen Immobilien. Also es ist halt ne, so ein paar. Naja, sie haben so ein bisschen was gebaut, genau. Aber es ist der Plan ist nie fertig geworden. Das zweite war Olympia 2000. Wer weiß, wer hat die Olympia-Bewerbung Berlin 2000 miterlebt? Ja. Irgendwo müsste ich sogar noch so das so schöne Kaffeetasse viele haben. Geld und dann sind wir es nicht geworden, ne? Also wirklich. Also es hat auch nicht geklappt, das war das zweite Großprojekt. Und das dritte Großprojekt, darüber reden wir heute, das ist der BER. Also der war damals schon erdacht worden, es soll einen Großflughafen geben, der wiedervereinigten Stadt und des Umlandes. Das ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht. Einen internationalen Großflughafen, weswegen ja. er so heißen sollte, wie heute diese Burgerbraterei in Neukölln, BBI. Ja, und wie ein indischer Flughafen schon sehr lange heißt. Das ist denen nicht aufgefallen, bis irgendwie 2009, 5, irgendwas dazwischen. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls relativ spät ist ihnen dann aufgefallen, dass das Kürze, das sie da auch schon überall hingeschrieben hatten, schon vergeben ist. Ja, also 93 haben sie dann Leute losgeschickt, Experten, und haben eigentlich gesagt, das heißt dann Raumordnungsverfahren im Fachdeutsch, haben gesagt, wo sollen wir ihn denn hinstellen? Was ist denn der beste Ort in der Nähe von Berlin dafür? Und da gab es dann eine ergebnisoffene Suche, so ähnlich wie nach Gorleben. Ja, vielleicht schon. Nee, der Spaß ist noch ein bisschen anders. Die haben ja die haben eine Liste aufgestellt, so, ich glaube, 24 Standorte in und um Berlin. Ja. Und Sperenberg, das sagt vielleicht auch noch einigen irgendwas, da gab es eine große Diskussion darum, das sollte der Ort nach Meinung dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, an dem der Flughafen eröffnet wird und 13 andere, die besser dastanden als der Standort Schönefeld. Ja. Woraufhin dann die Gesellschafter gesagt haben, na gut, dann nehmen wir Schönefeld. Ich sag ja, wie Gorleben. Ja. Da gibt es ja auch also, diese genau, berühmte Liste, die, also die dann irgendwie in Schreibmaschine genau. geschrieben ist und irgendjemand hat dann noch Gorleben handschriftlich dazu. Genau. Wir wissen auch gar nicht genau, warum. Die Spur endet in der Amtsstube des damaligen Bundesverkehrsministers Wissmann bei einem Sechs-Augen-Gespräch mit Herrn Stolpe und Herrn Diebken. Und als sie dann rauskamen, war es Schönefeld. Gibt es irgendwie, ich sag mal, ja, Theorien, also plausible Theorien und, nee, plausible Theorien sind ja meistens plausible, sind keine Theorien. Gibt es irgendwelche Theorien intern bei euch, dass ihr sagt, wie es dazu gekommen sein
könnte. Ja, also ich kann mir jetzt 10 Sachen ausdenken, aber gibt es irgendwas? Das hat halt alles irgendwann zu viel gekostet. Das ist dann auch der nächste Punkt. Also ich meine, das Problem geht ja dann weiter. Aber Sperrenberg war, also Sperrenberg, alter russischer Militärflughafen? Genau, es ging aber um die Verkehrsanbindung. Also im Prinzip hat Manfred Stolpe gesagt, er hat das Geld und dann hat er festgestellt, dass er das Geld nicht hat und dann wollte kein anderer das bezahlen. Also vermute ich jetzt. Das also war dann der Punkt. Das Geld für die Verkehrsanbindung. Ja, ja, genau. Also er muss ja irgendwie, die Bundesstraßen gibt es ja, ja, aber ja. Dann, du musst ja auch was dazugeben. Und der Bund hat damals gesagt, ja, wir stellen jetzt unseren, das heißt Bundesverkehrswegeplan, stellen wir nicht um, bloß weil ihr da in Sperrenberg einen Flughafen bauen wollt. Deswegen müssen die Länder das bezahlen. Und ja. Das würde aber doch heißen, dass der Bund schon 1993 das Entstehen eines Großflughafens in Berlin-Brandenburg verhindert oder zumindest jetzt bist behindert du schon hat. Bei was, den Verschwörungstheorien. Naja, das ist das Letzte, was ich gehört habe, dass eigentlich der Bund der große steht Bremser ist. Auf einer Internetseite. Auf welcher war das? Weiß ich nicht. Ich halte das für Quatsch, aber da können wir ja auch nochmal. Also da gibt es auch noch spätere Anlässe, die das diese Verschwörungstheorie befeuern. Da gibt es dann Leute, die behaupten, naja, die Lufthansa und das Bundesministerium, das steckt ja unter einer Decke. Und eigentlich verdient der Bund ja auch gut an den Großflughäfen, deswegen wollen die da keinen neuen Flughafen. Und ich sehe dafür keine Beweise zumindest. Also braucht man für Verschwörungstheorien. Glücklicherweise nicht. 1993. Ja, 95 haben sie dann gesagt. 95 haben sie gesagt, Schönefeld? Schönefeld, Schöneberg. Schöneberg. Schönefeld. Schöneberg ist, wo du wohnst. Schönefeld. Ja. Nee, du. Nee, auch nicht. Aber fast. Ja. Dann geht's halt weiter, dann haben sie, gut, dann stellen wir es halt nach Schönefeld. Skip, 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 gab halt so Planfeststellung und so weiter und so fort. Und dann wollten sie, dass das irgendjemand baut. Es gibt noch so ein Zitat von Eberhard Diepgen, dass zur Jahrtausendwende dieser Flughafen stünde, irgendwie erinnere ich mich. Ja, ja, das war, das hat dann aber auch nach dem Olympia nicht geklappt hat, hat da auch keiner mehr dran geglaubt, glaube ich. Naja, jedenfalls haben sie dann eine Ausschreibung gemacht, wie das so ist, ne, großes Projekt. Verschiedene Sachen, Verkehrsanbindungen hat der Bund gemacht, aber das gerade das Terminal, Landebahn und sowas, das sollte ja auch von den Ländern gemanagt werden. Die Firmen haben einen Preis genannt, die Gesellschafter haben gesagt, ja, dann machen wir es lieber selber. Das war die erste Ausschreibung, ne? Als dann Hochtiefskandal am Ende. Das war die eigentlich schon die dritte, weil die ersten beiden Ausschreibungen waren ungültig, weil ein geschäftsführender Teilnehmer. Oh, jetzt gut, jetzt wird's besser. Sehr gut. Ja, siehst du? Aber wie leidensfähig das Publikum ist, ne? Die haben nichts gesagt. Ja. Die haben nichts gesagt. Strafe muss ich noch eine Strafe mit muss sein. BR. Was muss ich jetzt? Jetzt muss ich dich noch da hinsetzen. Warum muss ich mich denn da hinsetzen? Weil du nicht in der Kamera bist. Achso. Dankeschön. Tim Pritlove. Ja. Inbetriebnahme vor Fertigstellung, meine Damen und Herren. Tim Pritlove, Inbetriebnahme vor Fertigstellung. Ja, wie gesagt, denn, das war schon die dritte, weil die ersten beiden sind daran gescheitert. Es gab erst irgendwie eine Einzelbewerbung, dann musste es ein Konsortium geben. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass einer der Geschäftsführer einer beteiligten Firma an dem Konsortium gleichzeitig bei der Senatsverwaltung für Wissenschaft angestellt war, die ja formal über das Land Berlin mit Ausschreibende war und gleichzeitig an diesem Moderationsprozess zur Standortfindung maßgeblich beteiligt war. Und das hat dann so ein Gericht auch klingt ein bisschen nach, war da nicht gerade auch sowas mit irgendwelchen Infrastrukturverkäufen, wo auch so eine komische Konstellation war? Das kommt immer mal wieder vor. Ich meine, man hat ja, bevor der BR überhaupt geplant worden ist, schon mal gesagt, wo er stehen soll und welche Flurstücke man irgendwann mal gedenkt zu kaufen im Brandenburgischen. Und daraufhin haben dann halt Leute gesagt, gut, dann kaufe ich mir die doch einfach mal. Und dann wurde es auch ein bisschen teuer. Ja, jetzt haben sie die Brachen da stehen, können ich es mit anfangen. Also es ist der sogenannte Baufeld-Ost-Skandal, da könnt ihr nachgoogeln, das ist auch sehr witzig, gab es auch mehrere Untersuchungsausschüsse zu. Ist das der Hochtiefskandal oder ist das noch was? Nein, das ist noch was, das mit der Ausschreibung. Holgi. Entschuldigung, ich wollte nicht... Holgi, du kennst das doch, das Thema. Ja, ich vergesse doch immer alles, worüber wir reden haben, damit ich immer gleich begeistert aussehe. Was man im Podcast dann so gut sieht. Ja, genau. Ja. Also, aber es animiert mich, weiterzureden. Ja, bitte. Ist auch gut. Ja. Nee, also dann haben sie gesagt, wir machen das selber und da sie festgestellt haben, dass wenn sie dann die Flughafengesellschaft als Bauherrin, wenn sie weiter ausschreiben, dann sagen die Firmen, die sie dann ausschreiben oder die sich da bewerben, eigentlich die gleiche Summe wie die Leute, die sie vorher nicht genommen haben, weil sie zu teuer waren. Darauf haben sie gesagt, naja gut, dann teilen wir den Flughafen halt in verschiedene sogenannte Gewerke.
Ja, kann man ja machen. Man schreibt einen Teil des Flughafens aus für eine bestimmte so Hochbau. Ein Teil ist Tiefbau, ein anderer Teil ist irgendwie Infrastruktur. Dann haben sie festgestellt, dass auch diese Firmen zusammengenommen wieder höher sind als das Budget, das sie sich selbst gegeben haben. Woraufhin sie dann die Gewerke noch kleiner gemacht haben. Das Ganze ging dann, ich glaube, 4 Iterationen lang. Und sie hatten dann irgendwie 36 verschiedene Ausschreibungen, sogenannte Lose, auf die das dann vergeben wurde. Die Firmen sind dann so klein gewesen, dass sie nur noch Preise vorschlagen konnten, die dann auch der Firma gefallen haben, weil sie auf die Aufträge angewiesen waren. Das war dann halt der Grund, warum man heute 1,8 Milliarden in Nachträgen, also in Nachforderungen der Firmen noch zu verhandeln hat. Also das steht da jetzt noch nicht drin. Wenn man in der Zeitung liest, das Ganze kostet irgendwie 5,4 Milliarden, da steht noch nicht drin, was am Ende bei den Nachverhandlungen mit den schon beauftragten Firmen rauskommt. Und das ist dann eins der weiteren Probleme am Flughafen gewesen. Soll ich jetzt weitermachen? Ja, also ich kann im Schnelllauf. Das nächste Markante war, es gab eine Zeit, da war der Hochbau quasi schon fertig, die Fenster schon drin. Und man hat mit dem Innenausbau angefangen, die ganzen technischen Anlagen, Rollfeld, Bahnhof war auch schon fertig, so 2008. Da haben sich dann Leute überlegt, zum Beispiel die Airlines, die ja eigentlich nie zu dem Flughafen wollten oder zumindest ihn nicht als Drehkreuz haben wollten, haben dann der Flughafengesellschaft so Gimmicks verkauft, ja, so Gadgets, die man da irgendwie haben möchte. Also Doppelstockbrücken sind ganz bequem, hat sich die Flughafengesellschaft Doppelstockbrücken für was? Na, für Jumbos. Achso, diese Finger durch die Genau, diese Brücken, so. Okay, nur dann halt zwei übereinander für so die großen Flugzeuge. Das ist die erste Klasse direkt oben rein. Genau, und der damalige Flughafenmanager Schwarz, der hat sich überlegt, er kann ja noch ein bisschen mehr Geld mit dem Flughafen verdienen, indem er eine zusätzliche Ebene in das schon fertiggestellte Gebäude einzieht. Und das haben sie dann angewiesen, zusammen mit dem Aufsichtsrat. Woraufhin die Steuerer, und das ist ja eigentlich, das kann man ja machen, ne? Baut man halt ein Gebäude nochmal um, was eigentlich schon fertig ist. Die Steuerer haben daraufhin gesagt, naja, Moment, also da müssen wir jetzt mal kurz Pause machen, ne? Weil wir brauchen jetzt neue Pläne. Die Steuerer? Na, das ist so eine Firma, die ist dafür, das ist Projektsteuerung. Wer hier hat Erfahrung mit Projektsteuerung, mit so externer Projektsteuerung, nicht so aus dem eigenen Bereich, ja? Die sind mal ganz angenehme Menschen, ne? Die stören immer so den Projektablauf. Dafür sind die aber da, ne? Mava, halt deine Mava Frage gleich fest. Du kriegst gleich ein Mikrofon, dann hören die Leute es auch in der Sendung. Ich verkürze das, aber deine Frage zielt schon in die richtige. Darüber habe ich gerade geredet. Ich verkürze das nur sehr stark, weil das zu viele Fachbegriffe des Herrschaftswissens ist auch doof. Genau, also es kam diese Umplanung, warum auch immer, kann man ja machen. Man möchte irgendwie mehr Abfertigungskapazitäten, mehr Ladengeschäfte drin haben. Dann hat die Projektsteuerung gesagt, nee, Moment, dann müsst ihr aber mal kurz warten, weil wir brauchen dann neue Pläne. Ansonsten wissen wir nicht, ob die Firmen, die da bezahlt werden, dann überhaupt das bauen, was sie bauen sollen, weil wir wissen nicht, was sie bauen sollen. Woraufhin die Geschäftsführung gesagt hat, nee, macht mal schneller. Aha. Was dann dazu geführt hat, dass es so Notplanungen gab. Und zwar seit 2009. Das ist dann, funktioniert ungefähr so. Man checkt jetzt kein Projekt. Das ist agiles Projektmanagement. Ja, das ist sehr agil. Das ist tatsächlich. Ja, ihr kennt das. Wenn man das vernünftig hinkriegen würde, dann würde es. Ja, aber nicht bei Flughäfen. Ja, das ist eine Frage der Wissenschaft. Also es gibt wenige Leute, die sich damit beschäftigen. Ich beschäftige mich gerade damit. Damals. Wenn man agiles Projektmanagement in solche Großprojekte reinkriegen würde, und zwar vernünftig, dann würde wesentlich weniger schief gehen. Da bin ich überzeugt davon. Aber das ist eher, wie man es nicht machen sollte. Ja. Sind dann halt so Praktikanten der Ingenieursbüros. Ja, das kenne ich schon. Kann man sich bei Amazon kaufen. Soll ich jetzt Werbung machen? Da sind so die Ingenieursbüros losgeschickt worden, geht doch mal auf die Baustelle, guckt mal, was die Firmen da machen und passt eure Pläne dementsprechend an. Ja, das muss ja übereinstimmen. Also die Zielsetzung war dann keine inhaltliche mehr, sondern eine rein formale beim Testen, also beim Überprüfen, müssen die Pläne mit dem, was gebaut wurde, übereinstimmen. Das kann man jetzt in die eine oder in die andere Richtung machen, ja. Und im Prinzip ist es das, was passiert ist seit 2009. Deswegen kennt ihr vielleicht auch diese 200.000 Mängel, die mal irgendwann festgestellt wurden. Da hat mal jemand die vorhandenen Pläne, die ja auch großteils stimmen mit dem, was gebaut wurde, auf Plausibilität geprüft und festgestellt, vielleicht nicht so sinnvoll, die behindertengerechte, rollstuhlgerechte Tür auf 80 breit zu machen, anstatt auf einen Meter, wie eigentlich vorgeschrieben. Also so Dinge. Ja? Wie passiert sowas? Ist das dann en Detail noch nachvollziehbar, wie es passiert ist, dass die behindertengerechte Tür nur 80 Zentimeter breit ist?
Also, es muss ja eine Kaskade von irgendwas sein, weil irgendwo anders was verbreitet werden müsste. Nee, das ist schwer. Das ist ja kein, kennen wir ja alle, das ist ja kein Git, was da passiert. Ja, da sehe ich ja nicht irgendwie, wer jetzt gerade was woran committed und warum, also wenn es vernünftig gemacht wird. Aber sowas haben die da eigentlich nicht. Also, die dokumentieren eigentlich immer nur das Soll, das, was gemacht wurde, und ob das Soll erfüllt worden ist. Okay. Das ist eigentlich dann halt nicht mehr nachvollziehbar, ob es zwischendurch irgendwelche, zum Beispiel unter der Hand Absprachen. Abgesehen davon, dass der Projektsteuerer natürlich eine Software hat, um das alles zu dokumentieren. Das haben wir nur rausgefunden, die hat keiner benutzt. Also der damalige technische Geschäftsführer hat gesagt, ja, habe ich mal von gehört, aber wir haben eigentlich die Leute mit Excel-Tabellen losgeschickt und das war besser. Also ist ein Wildwuchs, ja, hat sich auch keiner drum gekümmert. Was ich sagen will, wie gesagt, das Management hätte ein halbes Jahr 2009 dann ein halbes Jahr Pause machen können und wir hätten wahrscheinlich sogar den ersten Eröffnungstermin 2011 halten können, weil diese ganzen Folgefehler nicht passiert wären im Bau. Ne? Ja, aber das Management hat keine Pause gemacht. Das ist richtig, die wollten schneller. Dann ist eine Planungsfirma pleite gegangen, was natürlich auch gar nichts damit zu tun hat, dass man IGK, IGR, das war... Oh, von denen habe ich noch nie gehört, oder? Nee, das ist ja auch vor deiner Zeit, also vor deiner Podcast-Zeit. Okay. Nee, die sind damals 2010, haben die ihre Insolvenz angekündigt. Das war dann der offizielle Grund für die Verschiebung des ersten Termins 2011. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass man diese relativ kleine Planungsfirma wahnsinnig unter Druck gesetzt hat, indem man sie gleichzeitig hat Pläne zeichnen lassen und das, was auf der Baustelle passiert, kontrollieren lassen, ohne ihnen mehr Geld für Personal zu geben. Das hat damit nichts zu tun. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ja. Woran ist es, Moment mal, der erste Eröffnungstermin, der ist ja noch nicht an der Entrauchungsanlage gescheitert, oder? Nein. Also woran ist der? Wäre denn? Er vielleicht schon. Der ist dann daran gescheitert, dass die Planer auch öffentlichkeitswirksam den Grund hatten zu sagen, wir können das nicht leisten. Also achso, es gab noch gar nichts Konkretes, so dass sie gesagt haben, das ist kaputt. Die Firma ist pleite, wir kriegen das jetzt in der Zeit nicht mehr hin, weil die Leute können nicht bezahlt werden, beziehungsweise es fehlen halt Leute. Dann hat man sich vermutlich ein neues Projekt. Da hat dann auch wieder die Projektsteuerung gesagt, naja, also ich meine, wir wissen ja, dass ihr nicht Pause gemacht habt seit 2009. Ja. Wir könnten doch jetzt die Pause machen und es wäre sinnvoll, dann den Eröffnungstermin um ein Jahr zu verschieben. Also vom Oktober 2011 auf den Oktober 2012. Das ist mehrfach verbrieft, da gab es lange Diskussionen darüber, da hat die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft gesagt, nö, lass mal ein halbes Jahr machen. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat sind wer? Na, die Geschäftsführung damals war das Herr Schwarz und Herr Körtgen. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten diese Namen hier was sagen. Schwarz ist so ein Name, der zieht sich durch die ganze Geschichte so ein bisschen. Das gibt tatsächlich irgendwie fünf verantwortliche Personen, die Schwarz heißen. Das ist Professor Dr. Schwarz. Ja. Das ist einer von den ehemaligen technischen Leitern. Das ist schon eine ganze Weile her. Wiederhol mal seine Frage. Achso, ja, genau. Die Frage war, welcher Schwarz derjenige war, der den Brandbrief geschrieben hat. Da ging es im Übrigen genau um die Sache, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dass die Planungen irgendwie nicht hinterherkommen, dass man auf der Baustelle eigentlich. Achso, es wird noch lustiger. Also, es ging auf der Baustelle sogar so weit zu. Wer hier weiß, was ein Werksvertrag oder ein Werkvertrag ist? Okay, gut. Dann wisst ihr auch, was passiert, wenn man auf einer Baustelle, die keine Pläne hat, oder was man dann nicht mehr machen kann, wenn man keine Pläne mehr hat für Gewerke, die man vergeben möchte. Nämlich Werkverträge. Also, weil man ja nicht mehr weiß, was das Werk ist. Und könnt ihr euch dann auch vorstellen, was passiert, wenn man dann kontrollieren will, ob die Firma das gemacht hat, was sie tun sollte? Die Firma sagt dir, was das Werk war. Ja, genau. Also die Firma sagt dann, wir haben das on the fly gemacht und wir haben auch, die Personen gab es wirklich, die wir da bezahlt haben. Ja. Und die waren auch die Stunden auf der Baustelle. Aber das ist halt as far as it gets. Also das ist aber im Prinzip genau das gleiche wie vorher mit dem Planungsbüro. Ne? Im Prinzip schon, ja. Nur, dass die Firmen davon profitiert Pläne haben. Pläne angepasst werden an die Realität. Mhm. Also, ja. Es waren halt so, also es waren halt so Zeitverträge für Baufirmen. Geht immer gut. Seit 2009 und das war auch eben dieser Brandbrief von besagten Schwarz, der hat genau das gemacht. Das war einer aus der technischen Abteilung, so ungefähr zweite Riege. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß. Können wir es nachher machen? Ich will noch kurz durchreiten, damit wir irgendwie nicht bei 2011 stehen bleiben. Gut, ich versuche jetzt, ihr merkt das, ich versuche jetzt immer an einzelnen Punkten so die besonders absurden
Entscheidungen und Fehlentscheidungen nachzuvollziehen. Das nächste ist dann so 2012, eigentlich schon im Dezember 2011, als sie festgestellt haben, dass ihre Brandschutzanlage nicht funktioniert. Mhm. Ne? Aus verschiedenen Gründen. Wann war dieser berühmte Eröffnungstermin? Das war Oktober 12 dann, ne? Nee, das war Juni 12. Das Juni war ja genau 12, das. Genau. Die Fachleute haben mich gesagt, geärgert habe, dass ich kein Ticket für den letzten Air Berlin-Flug hatte. Ja, Gott sei Dank. Ne? Ja. Hättest du nicht wiederbekommen. Echt nicht? Nee, ich glaube, die sind alle nicht entschädigt worden. Das ist so historisches Vergnügen. Okay. Läuft unter. Kann man abschreiben bestimmt. Aber jedenfalls, die Geschäftsführung hat ja entgegen der Expertenratschläge gesagt, nö, wir machen nur ein halbes Jahr. Ja. Und dann geht es halt weiter mit den Problemen, dann, wenn irgendwie der TÜV und das Bauordnungsamt und so weiter, warte mal, auf die Baustelle sollen und das abnehmen sollen. Ja, vom TÜV haben wir Aussagen, die sollten seit Anfang 2011 auf die Baustelle, TÜV Nord. Ich wollte gerade sagen, hätte mal lieber einen TÜV Rheinland genommen, ne? Der war auch mit irgendwie involviert, also die hatten sowieso nicht so, ach, der Stormtrooper, hi. Jetzt kommt auch noch das Imperium. Du siehst aber schmutzig aus, geh mal baden. Schmutziger Stormtrooper, du. Die sind dann im Zwei-Wochen-Takt, haben die immer so eine Terminabsage bekommen, ab 2011. Mhm. Und gesagt, nee, der Prüftermin für das und das, was ihr prüfen solltet, geht in zwei Wochen nicht, machen wir zwei Wochen später. Irgendwann sind sie dann regelmäßig auf die Baustelle gegangen, haben Schalter geklickt, das ist jetzt wörtlich eine Aussage eines TÜV-Menschen im Untersuchungsausschuss, haben Schalter umgelegt, haben festgestellt, dass es nicht funktioniert, haben den Schalter wieder zurückgelegt, haben ein Protokoll geschrieben und sind dann nach Hause gegangen. Das ist über ein Jahr hinweg passiert. Das hat natürlich dann auch irgendwann, also Ende 2011, das Bauordnungsamt mitbekommen und diverse andere Beteiligte haben gesagt, naja, Moment, eure Brandschutzanlage funktioniert nicht. Also es geht um die technische Gebäudeausstattung, um diese Signaltechnik, um Lampen, um Entrauchung natürlich und so weiter und so fort. Und die funktioniert nicht, wir können euch das so nicht genehmigen. Und dann sind die Flughafenmacher auf eine sehr schlaue Idee gekommen. War das die Mensch-Maschine-Kopplung? Ja. Macht ihr ja hier auch, ne? Könntet ihr euch bewerben können. Ja, die Mensch-Maschine-Kopplung bestand im Prinzip aus 600 studentischen Hilfskräften, die mit O2-Handys in Brandenburg ausgestattet an Türen stehen sollten und die aufhalten sollten, wenn es brennt und auch mal fragen, ob die Feuerletzentale mitbekommen hat, dass es brennt. Das war die Idee. Das Absurde und die eigentlich wichtige Information war... Ist die eigentlich ernsthaft diskutiert worden? Ja, also, also du musst es unterschreiben. Ja, also das sowieso. Also, naja, es gibt ja immer so, ich meine, wir haben ja alle mal so komische Ideen und sagen die, aber ja, das, dann sitzt halt auch immer jemand da und sagt, ja, komm. Ich komme ja aus der Politik, da ist nicht verwunderlich, ja, okay, dass Schwachsinnsideen lange diskutiert werden. Aber ist in großen Firmen auch so, ja. Also, wir haben lange drüber diskutiert und das Bauordnungsamt hat halt jedes Mal, wenn es gefragt wurde, gesagt, nö, nee. Ja. Nee, genehmigen wir euch nicht. Ja. Könnt ihr ja während des Baustellenbetriebs machen. Also Baustellenbrandsicherung gibt es ja auch, ist ein eigenes Thema. Könnt ihr während des Baustellenbetriebs machen, wenn das euch wert ist, ja, 600 Leute da auf 400 oder 570 Euro Bruttobasis zu beschäftigen. Aber dann würden wir euch das auch genehmigen, aber für den Betrieb halt nicht, ja. Also geht nicht. Das ist jetzt auch wieder ein Zitat aus einer Zeugenvernehmung. Aber die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat diese Rückmeldung des Bauordnungsamtes noch im März oder April, ja, war schon April 2012, als man kann zwischen den Zeilen der Stellungnahmen des Bauordnungsamtes erkennen, dass sie uns noch Türen offen halten. Ja, aus der Aussage so, nee, für Betrieb könnt ihr das nicht machen, wird so, ja, unter Umständen, wenn wir die Unterlagen, ne, dann können wir das noch genehmigt kriegen. Das war tatsächlich am 20. April, also am 3. Juni sollte eröffnet werden, am 8. Mai war die Absage und am 20. April hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat noch gesagt, ja, wenn wir die Schreiben richtig lesen, dann besteht die Chance, dass wenn wir alle Unterlagen liefern, wir auch die Genehmigung bekommen. Hast du nachvollziehen können, warum so spät erst dieser Termin abgesagt wurde? Also warum niemand gewarnt hat? Da müssen doch unendlich viele Leute rumgelaufen sein, die sehen konnten, dass dieser Flughafen nicht in Betrieb zu nehmen ist. Ja, aber was machst du, wenn du, das ist auch ein strukturelles Problem, was machst du denn, wenn du 5 Jahre an einem Projekt arbeitest und das ist 2 Wochen vor Release und dir erzählt jemand, das ist lebensgefährlich? Da gehe ich an die Presse. Ja, bestimmt, Holgi. Du ganz sicher.
Anzeige ist raus. Ja, ja, genau. Whistleblower. Alles Whistleblower hier, ne? Würdet ihr sofort das Projekt, einstampfen. Ne? Ich finde das wirklich faszinierend, dass niemand auf die Idee gekommen ist, tatsächlich Whistleblower zu betreiben. Es gab ja Brandbriefe. Also im Prinzip ist ja dann der richtige Ansprechpartner, wenn die Geschäftsführung nicht dementsprechend handelt und sowas nicht weiterleitet, jeweils der Aufsichtsrat eines solchen Unternehmens. Und das sind ja auch alles Profifirmen. Also die Leute, die den ORAT, den Testbetrieb, also dieses große Schauspiel, wo man dieses Flughafengebäude einmal durchtestet, richtig, mit Flugzeug, mit Check-in, Check-out und allem drum und dran. Auch den Brandfall, der ist ja abgebrochen worden, weil das Gebäude einfach noch nicht fertig betretbar war zu dem Zeitpunkt, Anfang 2012. Und abgebrochen, als da schon die Komparsen standen, oder? Na, das war, nee, die hatten das dann beschränkt auf nur einen ganz kleinen Bereich, wo man irgendwie alle Funktionalitäten mal hatte, aber eben nicht das gesamte Gebäude. Und das musste, also da musste dann der Test verkürzt werden, weil man eben für bestimmte Sorten Integrationstests einfach das gesamte Projekt braucht. Ja, brauche ich euch nichts erzählen. Aber die haben sich ja schon gemeldet. Die haben sich dann halt eben an den Aufsichtsratsvorsitzenden gemeldet. Ja. Wer war das? Der Aufsichtsrat war Klaus Wowereit zu dem Zeitpunkt. Ja, die haben sich dann halt gemeldet und haben gesagt, ja, hier, der Testbetrieb hat nicht geklappt, wir halten das für Quatsch, dass ihr im Juni eröffnen wollt. Der hat dann die Geschäftsführung gefragt und die hat gesagt, nee, ach Quatsch. Alles gut. Dann hat die Geschäftsführung, Herr Schwarz, glaube ich, mit diesen Leuten, das war McKinsey, hatten die Steuerung für diesen ORAT-Betrieb mal geredet, woraufhin dann McKinsey komischerweise eine Woche später einen Brief an den Aufsichtsratsvorsitzenden geschrieben hat, wo drin steht, ja, nicht so schlimm, hat sich alles geklärt. Also ist zwar noch problematisch, aber die Geschäftsführung konnte uns überzeugen, dass sie das hinkriegt, alles gut. So lief das dann ab. Also was man jetzt vorwerfen könnte, wäre, dass insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, der hat die Möglichkeit, zum Beispiel aus dem Budget der Flughafengesellschaft doch eigene Gutachten einzufordern und sich da zu informieren, hat er einfach nicht gemacht. Er hat einfach der Geschäftsführung, die ihm vorher schon Quatsch erzählt hat, auch auf Nachfrage hin Quatsch erzählt hat, geglaubt. Und dann kam halt der 8. März, und das der Grund für die Absage dann am 8. Mai, am 8. Mai war, dass da schließlich der entsprechende Bauamtsleiter gesagt hat, nee, die Unterschrift gebe ich nicht. Ja. So. Hätte der, also Klaus Wowereit, Aufsichtsratsvorsitzende, aus deiner Erfahrung aus dem Politikbetrieb heraus, hätte er Gutachten bestellen müssen oder ist es eigentlich gang und gäbe, dass er sich auf seinen Stab verlässt? Also weil irgendwann, wenn du Spitzenpolitiker bist, musst du dich doch auf deine Stellen verlassen. Also kannst du nicht. Also ist Wowereit ein Vorwurf zu machen oder nicht? Ja, sagen wir mal so. Ja. Also vor allem der Vorwurf, dass er sich während der Zeit, in der das Projekt nicht in der Krise stand, in der es nicht öffentlich diskutiert wurde, einfach nicht drum gekümmert hat. Er hat das minimal Notwendige gemacht, hat die Sitzung geleitet, hat sich da hingesetzt, hat sich auch sicherlich das kann der sehr gut, das muss man ihm zugute halten, die Akten alle durchgelesen, aber er hat zum Beispiel nicht kritisch nachgefragt bei Dingen, die nicht direkt was mit Berlin zu tun hatten. Mhm. Es gab ab dem März 2012 eine sogenannte Taskforce Brandschutz. Ja. Ne? Also während die Geschäftsführung sagt, alles ist in Ordnung, sieht es dennoch für als notwendig an, eine Taskforce Brandschutz zusammen mit Bauordnungsamtsmitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Firmen, den Steuerern, den Planern, der Geschäftsführung, der technischen Leitung zu bilden, um ein Problem, das nicht existiert, zu diskutieren. Und zwar zweimal wöchentlich. Und das kriegt auch der Aufsichtsratsvorsitzende mit? Das hat er mitgekriegt. Okay. Aber er hat die Protokolle nie gelesen, auch nach eigener Aussage nicht. Also Brandenburg war daran als Gesellschafter beteiligt, also das Ministerium, weil der Flughafen da steht und für die Genehmigung die Behörde halt wichtig war, aber Berlin hat sich darum nicht gekümmert und der Aufsichtsratsvorsitzende und Berliner Vertreter hat dann gesagt, ja, das ist sicherlich nichts Besonderes gewesen, diese Taskforce. Ich würde gerne noch mal zurückspringen. Diese 6 Monate Pause, die eigentlich ein Jahr hätten sein sollen. Holger, wir haben was hätte in dieser, ich weiß, aber was hätte in dieser Pause genau passieren sollen eigentlich? Na, da hättest du die Pläne überarbeiten müssen. Also da hättest du erstmal eine neue Entwurfsplanung beziehungsweise eine angepasste Entwurfsplanung für die Umbauten im Hochbau dieses großen Terminals machen müssen. Dann hättest du eine neue Umsetzungsplanung anfangen müssen beziehungsweise gucken müssen, dass du mit den beauftragten Firmen eine Umsetzungsplanung hinkriegst, die mit den neuen Entwurfsplänen zusammenpasst. Konflikte natürlich auflösen müssen. Hätte dafür ein Jahr gereicht? Ja.
Okay. Die sind ja viele Leute da gewesen. Das ist auch, also du kannst sowas schon effizient machen. Natürlich, wahrscheinlich hätte ein halbes Jahr gereicht und dann hätten sie wieder anfangen können zu bauen und es wäre genügend Puffer da gewesen für die Umplanung. Ja. Mai 2012, die Eröffnung wurde abgesagt. War das eigentlich schon Grund für den Untersuchungsausschuss? Mhm. Ja, schon ist gut, ne? Da dachten wir, es wäre vorbei mit, also es gab jetzt den Paukenschlag und dann ist halt scheiße, ja, ist eine Krise, aber die endet dann mit der Eröffnung des Flughafens. Was habt ihr damals, als ihr den Untersuchungsausschuss gegründet habt, gedacht, wie lange es noch dauert? Also ich selber habe gar nichts gedacht. Ich habe mir gedacht, irgendwann werden sie ein Datum nennen und dann wird es meine Aufgabe sein, das zu überprüfen. Ja. Ist aber nicht meine Aufgabe, mir da was auszuspinnen. Das ist ja was, was man dann eben auch kritisieren kann, dass irgendwelche Leute irgendwas ausspinnen. Oder der Geschäftsführer, es gab ja mal diesen Oktobertermin 2013. Ich wollte gerade sagen, das war ja das Datum, was genau. Sie genannt haben. Und da haben wir so Aussagen wie von, nee, ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ja, aber irgendeiner hat es doch in die Kamera gesagt, in dem Fall Klaus Wowereit. Ja, ich weiß nicht, wo der das her hatte. Ich habe das nicht gesagt. Das war also wirklich. Hat Klaus Wowereit so gesagt, wo er das her hatte? Ja, er hat gesagt, die Geschäftsführung, das wäre abgestimmt mit den Leuten. Mit der Geschäftsführung, also mit auch so was Abstraktes. Also nicht der Schneidereit sondern gibt's auch keine konkreten, das war dann so ab, man musste ja was sagen. Ist halt dann auch mal relativ suffisant. Nee, gut, dann haben sie dir den 10. Oktober gesagt, den Oktober 2013 gesagt, und dann hast du angefangen zu überprüfen, ob das geht. Nee, dann habe ich erstmal versucht, einen Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen, weil das mit dem Überprüfen funktioniert in einem normalen Parlamentsvorgang eher selten. Okay. Das ist auch der Grund, warum wir so viele Untersuchungsausschüsse für all den Quatsch, den das Parlament eigentlich selbstständig machen sollte, brauchen und haben. Genau, also damit habe ich mich dann beschäftigt und dann war halt relativ schnell klar, dass das mit dem Oktober 2013 nicht funktioniert, weil dann, nachdem die Europäische Kommission gesagt hat, ja, ihr dürft nochmal 1,2 Milliarden Subventionen in dieses Projekt schieben, fing es dann an, so erst hat die Bild berichtet, aus Ministeriumskreisen im Bund hörte man, dass 2013 nicht funktioniert und im Januar, dann irgendwie ganz am Anfang des Januars, kurz nach dem Kongress, war dann irgendwie Land unter, weil eigentlich noch Ferien waren, aber dann auch Wowereit zugeben musste, dass der 2013er Termin nicht funktioniert. Interessant, wie gesagt, ist das Timing, weil die Kommission ist halt bei ihrer Entscheidung darüber, ob es denn wirtschaftlich vertretbar und im Sinne des Marktes vertretbar wäre, da nochmal 1,2 Milliarden reinzuschießen, ist sie davon ausgegangen, dass das Ding ein Enddatum hat. Ja. Also und kurz danach wurde dann halt öffentlich, dass es keins, dass es nicht plausibel ist, dass es nicht haltbar ist. Die genauen Gründe dafür kenne ich gar nicht. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass der Termin schon anfangs nicht plausibel war. Jetzt muss wahrscheinlich auch für jede weitere Subvention die Kommission gefragt werden, oder? Ja, gerade ist ja die nächste. Das sind jetzt nochmal 1,1 Milliarden. Und werden die zustimmen? Ja. Wissen wir nicht. Also das kann jetzt auch wieder alles passieren. Es gibt ja jetzt, das ist ja auch wieder das gleiche Muster, ne? Ihr kennt es wieder. Medon sagt Terminband 2017, beziehungsweise hinterlässt das so. 2017. 17? 17. Wo kommt ein 16? Warum habe ich ein 16 im Kopf? Das ist die Baugenehmigung. Ist das alles? Das war die Baugenehmigung. Entschuldigung. Hinterlässt das auch als Maßgabe und mit dieser Maßgabe werden halt die Finanzbeschlüsse und des Aufsichtsrates und der Antrag an die Europäische Kommission gemacht. Ne? Also wir haben ein Enddatum und jetzt wollen wir mal noch darum bitten, dass wir mehr Geld reinschießen dürfen, ohne dass wir zum Beispiel teilprivatisieren müssen. Mhm. Ja? Und das kann immer noch passieren. Wir haben noch keine Entscheidung der Kommission. Es kann jetzt dann halt heißen, ja, ihr dürft das machen, aber dann müsst ihr halt irgendeinen Partner euch reinholen, der selbstständig Finanzmittel und Sicherheiten dazu bietet. Und vor allen Dingen ein marktwirtschaftliches und betriebswirtschaftliches Interesse an diesem Objekt auch tatsächlich umsetzt. Kann es das geben? Also ist das Ding überhaupt noch wirtschaftlich zu treiben? Ja, klar, das wirst du ja dann so privatisieren müssen. Da auch die Gesellschafter keinen wirklichen Überblick über diese Firma haben, die ja aus den Flughäfen Tegel und Schönefeld und eben dieser Baustelle besteht, wirst du halt relativ abhängig von dem Angebot sein, dass die Firmen machen. Und die können sich natürlich die Sahnestückchen rausholen. Können wir sagen, den ganzen Einzelhandel übernehmen wir. Wir steigen mit 49% ein, wollen aber 51% mitbestimmen. So. Ja. Berliner Modell der Privatisierung im Übrigen. Ach echt, das ist gang und gäbe bei uns? Und die Schulden bleiben natürlich bei euch. Ja klar, so. Ja, das ist ja, da geht es ja um bei der also Privatisierung. Also das wird dann, kommt dann so, dagegen gäbe es ein Mittel, das heißt Zerschlagen der Flughafengesellschaft, dieses Projekt auf eigene Füße
Füße stellen, dann auch mal genau wissen, was kostet es denn eigentlich gerade, was sind die Verbindlichkeiten. Das ist so eine Idee, die hast du, ich glaube, in der ersten Sendung, die wir gemacht haben, schon mal geäußert. Will die keiner hören? Oder ist die schon ausdiskutiert? Ist halt schwer und es ist dann möglicherweise, ich kann dich ja verstehen, wenn man davon ausgeht, dass 2017 der Flughafen steht, dann ist es halt ist halt so eine zweijährige oder anderthalbjährige Umbau-, Konsolidisierungs- und Neugründungsphase von so einer eigenen Gesellschaft und das Loslösen, es muss ja auch personaltechnisch auseinandergeflochten werden und gerechnet werden und dann wird es ja auch nochmal Rechtsstreits darüber. Könnte man ja mal ein Jahr Pause machen und das in dem Jahr. Könnte man machen, aber wie gesagt, das lohnt sich halt nicht für Leute, die daran glauben, dass das 2017 losgeht. Hast du daran geglaubt? Wann? Als Medon gesagt hat, 2017, jetzt nein, aber. Nein, nein. Warum? Das wäre nicht meine Aufgabe. Ja, nee, aber du sitzt da und Politik durch Dingen, Glauben. Politik durch Glauben, genau, ja. Nee, wenn er da gestanden hätte. Magie ist Physik hätte. Durch Wollen. Politik. Genau, genau. was hast denn du? Hast du überhaupt irgendwie, also als er gesagt hat, ja, 2017 machen wir den Laden auf, was hast du denn da gedacht? So, ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen oder einfach nur warten? Nee, er hat ja nicht gesagt, 2017 machen wir den Laden auf. Ach so. Er hat gesagt, im letzten Quartal 2017, das letzte Quartal 2017 ist der Zielzeitraum für die Eröffnung des Flughafens. Ja, okay, das heißt, wir machen ihn dann nicht auf. Ja. Naja, es ist halt, er hat es dann auch nochmal Terminband genannt. Terminband, auch ja, schön. Also es ist halt, dem voraus ging ja eine lange, auch relativ spöttische Diskussion darüber, dass man immer wieder Termine zur Verkündung von Terminen genannt hatte, die man dann auch nicht gehalten hat. Das ist das, was das Privatradio immer macht. In 20 Minuten sagen wir Ihnen, wie wir dann genau, in 20 genau. Minuten das hat halt dieses gibt. Öffentliche ja. Unternehmen mit 350 Millionen Jahresumsatz gemacht. Mhm. Ja. Wenn du so Zeugen, also du hast ja jetzt jede Menge Zeugen befragt, wer waren da eigentlich so die interessantesten? Mhm. Gibt es da eine Zeugenkategorie? Also ich meine jetzt nicht irgendwie mit Namen oder sowas, sondern Nee, Leute, die ihr nicht kennt. Also das muss man so sagen. Die dann auch kein großes Medieninteresse verursacht haben oder verursachen, die nicht irgendwie als Spitzenentscheiderinnen und Spitzenentscheider gelten, die dann irgendwie hands-on waren im Projekt oder noch sind, von denen kriegst du die konkretesten Aussagen. Die haben auch ganz klare verbindliche, also ich meine, Vernehmungstechnik ist ja immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Unterdruck setzen und fördern, also so bestätigen, positive Motivation liefern. Was ist das Druckmittel, das du hast dann? Naja, das ist halt die Frage. Findest du das Druckmittel? Also das funktioniert tatsächlich nur dann, wenn du immer umschwenken kannst. Und deswegen ist dieses Good Cop, Bad Cop Spiel oftmals so, kann man bei uns nicht machen, aber so effizient. Und bei Leuten, die irgendwie in der dritten Reihe in der Flughafengesellschaft sitzen und saßen, irgendwie 30 Jahre lang ihres Lebens dieser Firma gewidmet haben und dann eben mit diesem Projekt quasi gescheitert sind. Leute, die jetzt noch ein finanzielles Interesse, weil Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber irgendeiner Firma oder so haben. Das sind alles so Dinge, die verbinden die noch mit dem Projekt. Das sind so Knebel, die sie haben. Das sind so Fesseln, an denen man auch die eigenen, also deren Aussagen bewerten kann. Und das macht die Aussagen einfach so viel wertvoller. Wenn da so ein Politiker sitzt, ich kann euch ja auch hier jeden Scheiß erzählen. Ja? Wer von euch könnte das denn jetzt nachprüfen? Wer von euch hat mein Buch gelesen? Ich könnte nicht, also als hättest du nicht fragen dürfen. Nee, aber es, also ich hab ja euch gegenüber, ihr habt ja gar kein Druckmittel, ja? Aber so ein Ausschussvorsitzender, Untersuchungsausschussvorsitzender gegenüber jemandem, der finanziell abhängig ist von der Behörde oder der Firma, während derer er mit diesem Projekt verbandelt ist, der überlegt sich schon dreimal, was er sagt und wo er auch die Klappe hält. Mhm. Und das Interessante ist ja tatsächlich, oder viele interessante Informationen bekommt man ja da, wo Leute ins Stocken geraten, wo Leute dann plötzlich schweigen. Und dann kann man da nachbohren. Das funktioniert gut. Das funktioniert nicht bei Klaus Wowereit. Damit wäre nämlich der zweite Teil dieser Frage. Wer waren die überflüssigsten Zeugen? Also gab es doch bestimmt. Ja, so. Auch, sind das dann so die Frank Henkel, aber das ist sein, glaube ich, sein Schicksal. Völlig überflüssiger Mensch. Also nicht als Mensch, aber als Senator. Ja, Reisen kann er. Reisen kann er, ja. Das war auch nicht weiter überraschend. Nee, so, also schon. Klaus Wowereit, das ist zwar auch, das muss man dann auf jeden Fall machen, weil man muss ja irgendwie Aussagen miteinander abgleichen, insofern nicht völlig überflüssig, aber großteils uninteressant, weil er ja auch nichts anderes sagt und sagen muss, als in den Interviews, in denen er sonst irgendwie zu sehen ist. Naja, so Leute wie Staatssekretär Rainer Bomber beim Bundesverkehrsministerium und digitale Infrastruktur,
der ist auch immer noch da, finde ich auch lustig, der halt gesagt hat, diese Entrauchungsanlage sei gegen die Physik gebaut. Darüber haben wir auch schon mal im Podcast geredet. Weil er halt nicht verstanden hat, dass Rauch immer dahin geht, wo der geringste Luftdruck ist und dass die Lagerfeuersituation nicht für überall auf der Welt gilt, sondern man nur einen Ventilator braucht und er geht dann woanders hin. Also das war so sein Problem. Er hat halt gedacht, Rauch muss immer nach oben steigen und wenn man dann keinen Kamin macht, dann tut man was gegen die Physik. Also der war wirklich überflüssig. So, in welchem Jahr sind wir jetzt? Wir sind jetzt so um die 2013 ungefähr, ne? Genau, also wir sind schon recht zweite Termin. Ja, Planer entlassen, Steuerer entlassen, Geschäftsführer entlassen, technischer Leiter korrupt, neuer technischer Leiter, neue Geschäftsführung, Geschäftsführer ging, noch ein neuer Geschäftsführer, 2015. Imtech. Genau, korrupte Firma. Genau, da waren wir. Ja. Das war es noch. War das nicht eigentlich auch abzusehen? Ich meine, wenn die Zeit in der Lage ist, so eine riesige Recherche zu machen über Imtech, dann müsste das doch eigentlich jemanden, der mit Imtech täglich zu tun hat, erst recht auf. Ich glaube, viele hier lesen halt, glaube ich, nicht das Handelsblatt oder so. Da gibt's, die haben schon seit Jahren über Imtech geschrieben. Die Firma ist halt zuerst in Polen aufgeflogen, dann ist sie. Matthias, weil sie in Polen einen Vergnügungspark bauen wollten, den es gar nicht gibt oder so ähnlich, ne? War das nicht das Atomkraftwerk? Nee, aber es ist. Aber ja, so ich glaube, dann hatten sie noch Probleme in der Schweiz bei einem Projekt und die niederländische Mutter von Imtech hatte irgendwie Probleme mit der Steuer. Und das geht schon seit Jahren und alles kreiste immer um die Republik herum und die Projekte, die Imtech da macht und niemand hat sich wirklich getraut. Und es gibt halt so ein, dann auch wieder so ein paar Whistleblower und einzelne Spartenjournalisten, würde ich mal sagen, also Leute, die halt wirklich sich da reinfressen können, weil sie irgendwie von der Redaktion genau für diese Art von Wirtschaftskriminalität zum Beispiel bezahlt werden. Habt ihr im Ausschuss das sehen können eigentlich, das Imtech-Problem, oder ist das mega kalt über euch gekommen auch? Nee, also das, ich habe euch ja über die Ausschreibungssituation kurz mal so ins Bild gesetzt, wie das so lief, dann ab Mitte der Baustelle. Es gibt halt immer noch keine Möglichkeit, wirklich nachzuprüfen, wer da zu Recht sein Geld bekommen hat und wer nicht, weil wie gesagt, wenn du halt kein Werk festlegst, dann kannst du nichts nachprüfen. Das gleiche gilt auch für Imtech und deswegen reihte sich die in eine Reihe von Firmen ein, die irgendwann mal sich einen Staatsanwalt angucken muss. Ja? Und das müssen wir halt feststellen, wo die strukturellen Mängel waren und dann kann da jemand mit mehr Zeit und vor allen Dingen ohne Befristung einer Legislatur mal reingucken. Wie sollte das ja jetzt weitergehen? Ach Gottchen. Okay, wie wird es jetzt weitergehen? Naja, die Flughafengesellschaft ist, also ich glaube, man muss jetzt mal kurz zu Imtech noch was sagen. Also die Ende 2013 hat die Flughafengesellschaft per Aufsichtsratsbeschluss der Firma Imtech und einem Zusammenschluss aus Imtech und der Firma Caverion für Leistungen, die notwendig waren für den Eröffnungstermin Oktober 2013, Vorschüsse gewährt. Wer hat gesagt, dass sie notwendig sind? Die Firmen selber? Die Flughafengesellschaft, die Steuerer, die Maßnahmen sind notwendig, sonst können wir nicht eröffnen. Also ich meine, die Probleme sind ja seit 2012 auch wieder so ein komischer Quasi-Werkvertrag gewesen, außer wo das Managementversagen von anderer Stelle kommt. Also es ist ja immer noch die Brandschutzanlage, es ist ja immer noch das Genehmigen dieser Baustelle und die Genehmigungsfähigkeit. In der Dezember-Sitzung 2012, bevor 2013 anfing, hat der Aufsichtsrat, wie gesagt, beschlossen, dass 74 Millionen Euro an Vorauszahlungen an diese beiden Firmen geleistet werden sollen. Sonst können die das nicht leisten, was wir brauchen, um Oktober 2013 zu eröffnen. Im Januar 2013 ist dann dieser Termin geplatzt. Ich erzählte das gerade. Wo dann auch kaum einer nachgefragt hat, was denn jetzt aus dem Geld geworden ist für diese Maßnahmen. Medon hat im Ausschuss daraufhin nur gesagt, naja, eigentlich wissen wir immer noch nicht, ob wir das Geld zurecht bezahlt haben. Und auch die Prüfung, die dauert noch 5 Jahre, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen, da kann ich Ihnen jetzt noch gar nicht drüber erzählen. So ist da der Status. Also es hat dann auch niemand mehr nachgefragt. Und seitdem haben die halt irgendwie Kohle bekommen. Das war schon das erste Anzeichen dafür, dass irgendwas faul ist, weil warum sollte jetzt ausgerechnet diese Firma, sie übernimmt einen Großteil der Inneneinrichtung, aber es wären auch andere bedürftig gewesen in der Situation, warum kriegt jetzt diese Firma das Lobbying der Geschäftsführung gegenüber dem Aufsichtsrat?
Ja, also warum stellt die Geschäftsführung Anträge für diese beiden Firmen? Mhm. Es geht aus den Anträgen nicht hervor und auch, konnte uns auch keiner sagen. Also hätte ja sein können, dass besonders die kritische Infrastruktur betroffen ist, genau von den Aufnahmen. Steht nirgendwo. Und das Zweite ist, warum macht es niemanden stutzig, ob diese Firma denn überhaupt in der Lage ist, Dinge zu leisten, wenn sie für einen Auftrag, den sie schon seit Jahren hat, zur Fertigstellung dieses Auftrages, plötzlich nochmal Vorschüsse braucht. Ja? Also im Zweifel, wenn sie diesen Auftrag hat, gerade von der öffentlichen Hand, sollte sie doch in der Lage sein, Kredite zu bekommen, wenn das halt länger dauert, so wie jede andere Firma auch. War an der Stelle nicht, hat keinen stutzig gemacht und deswegen kommt auch diese Insolvenz jetzt überhaupt nicht überraschend, wo natürlich auch diese Korruptionsvorwürfe und diese Steuerskandale mit reinspielen. Die Flughafengesellschaft jetzt sagt halt, sie war seit Monaten darauf vorbereitet, dass diese Firma pleite geht. Dann werden sie ja doch jetzt eine Firma in petto haben, die sofort übernehmen kann. Habe ich noch nicht gehört, bin ich mal gespannt. Mhm. Das Lustige ist, dass sie erst vor 3 Tagen eine Taskforce eingerichtet haben wegen dieser Pleite. Also wenn sie nicht überrascht war, also vielleicht hat die Taskforce erst rausgefunden, dass es irgendjemanden in der Flughafengesellschaft gab, der sich die letzten 2 Monate mit nichts anderem beschäftigt hat, als mit der Firma Imtech. Aber es ist, klingt für mich schon eher, naja, ich weiß nicht, wie es für euch klingt, es klingt jetzt nicht so glaubwürdig. Es klingt für mich nicht so, als wäre das Problem Imtech und diese Insolvenz und die fehlenden Bauarbeiter dann demnächst auf der Baustelle irgendwie gelöst. Erst eine Taskforce, weil das ist ja so schlimm alles und dann 2 Tage später wird gesagt, ach, wir wussten schon seit Monaten, dass das passieren kann und sind gut vorbereitet. Passiert auf der Baustelle eigentlich überhaupt irgendwas? Ja, also die haben, deswegen war jetzt auch diese Pleite so dramatisch, weil du ja bei einer Insolvenz nicht sicher sein kannst, dass nächste Woche die Bauarbeiter wiederkommen oder die gleichen wiederkommen. Und die machen gerade sehr viel, die bauen im Prinzip in dieser großen Anlage die Entrauchungskanäle um, bauen spezielle Schnörchel, das sind so Ecken, ja, L's, die nach unten zeigen müssen. Das ist deshalb, weil sie jetzt eine Regeltechnik in die Anlage eingebaut haben, die vorher nicht da war. Und dafür brauchen sie halt diese speziellen Endstücken und da haben die ganz viel mit zu tun. Gleichzeitig ziehen sie auch viele, viele Kabel. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Durch diese Umplanung haben sie halt in die Kabelschächte HV neben Signaltechnik gelegt. Nicht so schlau. Das ist dann auch alles ein bisschen heiß geworden, weil sie zu wenige Kabeltrassen gebaut hatten. Hat dann irgendwie sich auch zu Klumpen verschmolzen teilweise. Also so, das ziehen die halt gerade nur, dass es halt ein sehr großes Gebäude ist und ein paar tausend Kilometer oder ein paar tausend Meter Kabel mehr als auf dem Kongress hier umgetauscht werden müssen. Bekommst du das eigentlich en Detail noch mit oder bekommst du nur die Sachen mit, die in der Vergangenheit liegen? Na, eigentlich bin ich ja nur für die Vergangenheit da. Das ist ja das, was du auch schon sagtest am Anfang, das Problem. Die Krise, dieses kaputte Projekt, das, was es uns kostet, die Mühen, die alle Beteiligten haben, die gehen ja immer weiter. Wir stehen jetzt im Prinzip vor dem Problem, dass wir die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses gar nicht machen können. Weil es keinen Abschlussbericht geben kann. Weil Also wir können zwar einen Abschlussbericht für unsere Fragen, für unseren Auftrag machen, werden wir auch Anfang 2016, klappt schon, aber damit haben wir das Problem noch nicht vollständig umrissen, weil das ganze Kapitel, wir haben es zwar nochmal erweitert um die Ära Medon, das wird interessant genug werden, das mal aufzuschreiben, aber damit ist ja das ganze Kapitel nicht abgeschlossen, was nach der geplatzten Eröffnung, was mit Management und Versagen und schlechten Krisenmanagement zu tun hat. Und das müsste eigentlich ein ständiger Ausschuss irgendetwas Wirkungsvolles in einem Parlament klären. Ständiger Untersuchungsausschuss BER. Nee, das geht ja nicht. Also bin ich ja verfassungsrechtlich völlig dagegen. Also stellt euch mal vor, es gäbe ständig einen Ausschuss mit staatsanwaltlichen Kompetenzen unter dem Vorsitz von Eva Högel im Bundestag. Ja, will keiner. Ja, also gut, was wird eigentlich für euch? Ist das nicht lustig? Also habt ihr den IDATI-Ausschuss mal verfolgt? Da sitzt eine SPD-Ausschussvorsitzende in einem Untersuchungsausschuss, der eine SPD-Affäre ermitteln soll. Also, ne? Gut. Muss halt jemand anders machen. Was passiert in der nächsten Legislaturperiode? Warte mal, wer schreit da? Was? Irgendjemand schreit rein. Hör auf reinzuschreien, such dir ein Mikrofon und sprich da rein, dann kriegen sie alle mit. Was passiert in der nächsten Legislaturperiode? Wird es da jemanden geben, der sagt, wir brauchen einen neuen Untersuchungsausschuss, der da anknüpft, wo ihr gerade arbeitet?
Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, da sind noch ganz andere Dinge in Berlin aufzuarbeiten. Zum Beispiel diese ganze Lageso- und Geflüchteten-Affäre mit den falschen Vergaben an kriminelle Organisationen. Glaube ich nicht. Weil meine Hoffnung wäre, es macht sich mal jemand, und da schreiben wir ja die ganze Zeit dran, und da, das wird auch im Abschlussbericht stehen, es macht sich mal jemand konkret Gedanken, wie man halt so Steuerung von öffentlichen Projekten anders machen kann. Ja, also wie man frühzeitig feststellt, dass der regierende Bürgermeister seine Pflicht als Aufsichtsratsvorsitzender nicht wahrnimmt, wie man frühzeitig feststellt, dass das Projekt oder dass das Projekt nicht so gut aussieht von innen, wie es von nach außen hin dargestellt wird. Weil eigentlich ist das genau die Aufgabe eines Parlaments, sowas, die Verwendung von öffentlichen Mitteln, von Aufträgen, die der Senat oder die Exekutive macht und managt, das zu prüfen. Ja. Ich muss also davon ausgehen, dass mit Ende dieser Legislaturperiode euer Untersuchungsausschuss endet und danach weiter, danach dann aber auch weiter gewurschtelt wird und es dann niemanden mehr gibt, der mehr oder minder regelmäßig mal in ein Mikrofon sagen kann, wie da gewurschtelt wird und wer da wurschtelt. Brauchst du nicht von ausgehen. Also ich kann dir dann gerne die Zuschriften von anonymen Wissenden weiterleiten, die mir erklären, warum das alles so ist, wie es ist. Da machen wir szenische Lesungen draus. Ich habe einen großen Stapel. Echt? Ja. So Reichsbürger. Achso. Alles dabei. Großartig. Also nee, überhaupt nicht. Was sagen die denn? Warum das? Also die Reichsbürger, die haben ja sicherlich auch eine Idee, warum das nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich glaube, das steht einfach auf so einer besonders dünnen Stelle zur Hohlwelt. Das sind so Vibrationen, die dann. Oder? Ich weiß du es nicht. Du kennst dich da also, besser nee, aus. Nee, da kenne ich, also Hohlwelt ist nicht mein Steckenpferd. Also das ist jetzt nicht so meins. Ja, gut, aber wir haben sowieso nicht mehr viel Zeit. Ja, es gab noch Fragen aus dem Publikum. Genau, gibt es eigentlich ein Mikrofon, das wir ins Publikum geben können? Gibt es ein Mikrofon, das wir ins Publikum geben können? Da ganz da hinten. Nee, gib doch mal das Mikrofon durch. Können wir das quotieren? Das dauert. Da muss ich hinterher wieder viel schneiden. Ich werde einfach immer abwechselnd beantworten. Genau. Nein, du wirst einfach abwechselnd die Leute Heike oder Stefan nennen. Genau. Jetzt kommt Heike. Jetzt kommt erstmal Heike, genau. Hallo Heike. Hallo Martin. ich würde eigentlich vor allem erstmal, du hast ja jetzt eine sehr kompakte Version von der ganzen Geschichte erzählt. Mich nochmal interessieren würde, wäre aus deiner Perspektive, an welchen signifikanten Punkten sind Dinge schiefgegangen? Zum einen. Und zum anderen, wo würdest du im öffentlichen Bauauftragsrecht Dinge sehen, die sich ändern müssen? Beispielsweise so Sachen wie die Möglichkeit von Vertragsstrafen. Vor allem aber halt auch, wie sowas nicht vom Radar verschwinden kann, auch wenn du so smarte Aufsichtsratsvorsitzende wie Wovereit hast, dass trotzdem Dinge auf den Schienen bleiben und funktionieren. Denn jetzt mal ganz unter uns, funktionierende Großflughäfen in der richtigen Zeit und im passenden Budget zu bauen, ist nun wahrhaftig kein Hexenwerk, sondern verstandene Technologie. Und alles, was uns dahin führen kann an deinen zusätzlichen Erkenntnissen, wäre sehr hilfreich. Also zu den großen Knackpunkten. Ich habe eigentlich versucht, so ein bisschen in der letzten Dreiviertelstunde das zu machen. Ich wiederhole es jetzt nicht. Es gibt so diesen einen großen Knackpunkt, den du auch schon mal in einer unserer Sendungen gesagt hast, nämlich das ganze Ding in der Flughafengesellschaft zu belassen. Ja, der Grund dafür war, dass der Markt zu teuer war und man gedacht hat, man kann es selber billiger. Es gab doch auch mal eine Trennung, also es gab doch mal irgendwie eine GmbH, die mit dem ersten Flughafen betraut war, die dann wieder in die Flughafengesellschaft zurückgeholt wurde. Nein, das war nicht. Es gab mal eine Holding und es gab, dass die Flughafengesellschaft ist umgebaut worden zum Zwecke der Zusammenführung der drei Bestandsflughäfen, dem Abschalten von Tempelhof und dem neuen Projekt. Aber das war alles im Zusammenhang mit dem, und das war deine Frage von ganz am Anfang, mit dem gescheiterten Generalunternehmer suchen. Der ist nämlich erst gescheitert, weil das Verfahren kaputt war, eben wegen dieser Verquickung von Auftraggeber und Auftragnehmerin. Und das andere wegen eben dieser preislichen Vorstellung, die man vorne angesetzt hat, die man halt einfach nicht erreichen konnte, marktseitig. Und das
war jetzt auch Teil dieser Aufzählung. Wie gesagt, aber was war denn das, was du mal erwähnt hattest, dass irgendwann eine GmbH reintegriert wurde in die Flughafengesellschaft, sodass dann auf einmal mehrere Geschäftsführer da waren und niemand mehr so genau wusste, wem er zu berichten hat und wem nicht. Erinnerst du dich? Du erinnerst dich nicht. Irgendwas war da mal. Haben wir mal einen Podcast auf Asset gemacht? Und du kann hast sein, ja. Ausgestattet? Kann sein, ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es genau dieser Vorgang war. Und es gibt auch einen Grund, warum die Struktur jetzt so komisch gebaut ist. Das hat auch was damit zu tun, dass die Betriebsgesellschaften der Bestandsflughäfen ein bestimmtes Mitspracherecht haben wollten. Mhm. Deswegen ist der Aufsichtsrat auch relativ groß. Es kann das gewesen sein. War aber jetzt nicht kriegsentscheidend. Okay. Öffentliches Auftragsrecht. Ne? Ganz viele Leute sprechen ja immer, du sagst Vertragsstrafen, ganz viele Leute sprechen ja immer von der Qualität von Angeboten und Zuschlägen. Das ist halt schwer, weil insbesondere die öffentliche Hand oftmals gar nicht kompetent genug ist zu entscheiden, was das beste Angebot ist. Inzwischen sind ja die Ausschreibungsgesetzbücher fast ausschließlich auf das Beste und nicht das Billigste umgeschrieben. Das hatte man ja mal irgendwann geistig im Nacht da reingeschrieben. Nur wer entscheidet, was das Beste ist? Ein anderer Punkt für dafür zu entscheiden, was das beste Angebot ist, heißt natürlich auch, dass man vorher genaue Vorstellungen davon hat, wie jetzt eben beim schon im Bau befindlichen BER, was man eigentlich haben möchte. Und es ist noch das Erste, was man tun muss, ist in den öffentlichen Haushalten für nicht nur Großprojekte im Bau, denk mal an IT-Großprojekte, eine Vorplanung zu finanzieren, ein Konzept zu finanzieren. So, wenn die Bundesrepublik in den meisten Fällen rennt sie heutzutage los und hat nicht mal ein Lastenheft von dem, was sie da ausschreibt, und wundert sich dann, dass es um 800% teurer wird und das Projekt nie fertig wird. Wenn man einen Softwareentwickler fragt, wann ist die Software fertig, dann lacht der, das wisst ihr. Software ist ja nie fertig, hoffe ich. Also ich muss ja verbessert werden. Du hast auch schon Zwischenfragen gestellt. Lass mal wen anders. Gibt es überhaupt noch Fragen? Also ist jetzt eure Chance? Ja, ist jetzt eure Chance. Dann hätten wir noch eine Frage, ne? Ich war noch nicht ganz. Du warst noch nicht, Entschuldigung. Ja, ich rede zu viel, ich weiß. Nee, ich bin ja froh. Was soll ich jetzt sagen? Achso, genau. Also erstmal die Planungen zu finanzieren, dafür brauchst du aber so einen Planungstopf, ne? Muss halt genau sagen können, was wird es dann am Ende kosten, wie lange wird es dann dauern, und hier habe ich ein Buch. Das gibt es bisher nicht. Bisher ist es in der Ausschreibung immer so, dass man bei Kosten so 20% Planung. Ja? 20% Planung ist da mit drin, und das ist das, was man dann den Parlamenten vorschlägt, und das ist das, was man in der Öffentlichkeit präsentiert als Gesamtsumme. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn nicht alles glatt läuft, und selbst dann ist es oftmals Quatsch. Und das Dritte, wonach du gefragt hast, wie kann es denn besser werden? Das Erste ist, die Parlamente stärker in die Berichterstattung dieser öffentlichen Auftragnehmerinnen einzubeziehen. Bisher, das macht ja die Exekutive, das ist ja auch okay, die kann ja die Unterschriften leisten, die sind Kassenwarte der öffentlichen Hand. Aber wenn man wissen will, ob die Exekutive gut genug drauf guckt, dann braucht man da quasi eine Klärungsstelle. Dann braucht man da jemanden dazwischen oder davor oder nebenbei, der zusammen drauf guckt und unabhängig ist. Und da fällt auf dem Rang der Exekutive nur das Parlament ein, und dafür braucht man entsprechende Controlling-Ausschüsse, dafür braucht man eine Berichterstattung ans Parlament und entsprechende Vorlagen. Da wäre irgendwelchen findigen grünen Abgeordneten garantiert 2010 schon aufgefallen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende seine eigenen Vorbereitungsunterlagen nicht umgesetzt hat in Aufsichtsratssitzungen. Kann so ein Halbtagsparlament wie Berlin das überhaupt leisten? Nee, aber das Halbtagsparlament in Berlin kann ja sowieso die Aufgaben, die es zu leisten hätte, nicht bewältigen. Also jetzt kein großer Unterschied. Okay. Es wäre halt nur die Möglichkeit, da eine öffentliche Aufmerksamkeit herzustellen. Mhm. Es gab ja bis vor kurzem keine öffentlich lesbaren Berichte, die irgendwie Zahlen enthalten haben über den Zustand des Projektes. Das hat ja auch erst der Untersuchungsausschuss überhaupt gebracht, dass man öffentlich über solche Berichte und über auch Protokolle aus Aufsichtsratssitzungen mal reden konnte, wenn man sie hatte. Und das müsste regelmäßig passieren. Dann würde auch auffallen, dass ein Projekt eben nicht so gut aussieht eigentlich, wie es nach außen hin scheint. Und das wäre schon der erste Hinweis darauf, was zu tun. Und zwar rechtzeitig, bevor der Finanzierungsknebel kommt. Also diese Argumentation, jetzt haben wir schon so viel ausgegeben, jetzt müssen wir auch den Rest noch ausgeben, damit das irgendwann mal fertig wird und wir nicht auf den Schulden sitzen bleiben. Interessiert sich außer der Piratenfraktion eigentlich noch eine Fraktion im Abgeordnetenhaus so intensiv dafür? Nö. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass irgendwann von einer anderen Fraktion in der nächsten Legislaturperiode einfach regelmäßig mal
Dokumente rausgegeben werden. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass das dann irgendwie in den laufenden Betrieb überführt wird. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sich das in den letzten 4 Jahren schon sehr geändert hat, auch in anderen Feldern. Es ist jetzt regelmäßiger so, dass auch andere Fraktionen zum Beispiel die Möglichkeiten des Informationsfreiheitsgesetzes nutzen. Wenn sie über kleine Anfragen oder irgendwelche Anträge nicht an Informationen kommen, dann nehmen sie halt das Gesetz wahr. Und es da ist schon eine stärkere Praxis jetzt da. Also ich glaube auch so Unterlagen über Vergaben, über irgendwelche Gutachten, von denen man mal so im Flurfunk hört, die man aber eigentlich gerne mal lesen wollen würde, das kommt jetzt schon häufiger vor als vor dem Einzug der Piratenfraktion. Und das wäre ja eigentlich normal, dass man eben auch als Parlamentarier diese gesetzlichen Möglichkeiten nutzt und dann diese Unterlagen auch öffentlich präsentiert. Das heißt, das Informationsfreiheitsgesetz ist ja nicht für Geheimnisträger gedacht, sondern es ist ja für, oh ja, Entschuldigung. Red ruhig deinen Satz zu Ende. Ja, IFG ist gut. IFG ist gut. Letzte Frage von Stefan. Ja, hi. Hi, Stefan. Ich hätte noch eine Frage. Kannst du vielleicht noch ein bisschen auf die aktuelle Situation eingehen? Also genau das mit dieser Baugenehmigung verstehe ich nicht so wirklich. Oh ja, das ist auch witzig. Der Termin ist für 2017 angedacht. 2016 läuft sie aus, das war wohl bekannt. Ist das nicht irgendwie ein FOP? Also das ist doch irgendwie, da passt doch irgendwas nicht richtig zusammen, oder? Nee, wenn du dir überlegst, was mit dem Eröffnen von so einem Projekt noch alles zusammenhängt, dann ist das eigentlich sehr knapp bemessen. Also wenn man sagt, die wollten eigentlich vor Ende 2016 fertig sein mit Bau, also jetzt auch nach dem aktuellen Plan. Früher natürlich sowieso, klar. Und selbst wenn du jetzt sagst, die bauen bis zum 31.12.16 und dann legen sie alles nieder, aber es ist dann auch fertig, brauchst du schon noch mindestens ein Jahr für Genehmigungen, für das Durchsehen der Gewerke, für diesen Testbetrieb, den du nochmal richtig machen musst, nicht wie 2012. Und dann muss auch noch mal nachgebessert werden dürfen. Das kannst du dann auch tun im Rahmen einer abgelaufenen Baugenehmigung, dass du eben nochmal Sachen nachbesserst. Und dafür reicht die Zeit schon wieder kaum noch aus. Also das ist so diese Diskrepanz. Nur was man jetzt gemacht hat, das haben wir noch gar nicht erzählt, ist halt, in Brandenburg das Baugesetz zu ändern. Also was sie genau gemacht haben, ist einen Artikel reinzuschreiben, einen neuen Paragraphen, dass die ist ein neuer Absatz unter dem Paragraphen für Befristung von Bauanträgen, dass für Großprojekte Bauanträge grundsätzlich unbefristet sind. Und das gilt natürlich rückwirkend. Und das gilt in dieser, also das war jetzt nicht die ganz richtige Formulierung, das gilt in genau in der Formulierung, die sie da jetzt mit reingeschrieben haben, auch rückwirkend. Natürlich. Rechtlich. Also das ist, vor zwei Monaten gab es da schon mal eine Aufregung, weil das so durchgedrungen ist, dass das Ministerium in Brandenburg das vorhat. Und da schrien natürlich alle Lex BER. Und dann hat das Ministerium noch gesagt, nein, auf keinen Fall, mit uns wird es kein Lex BER geben. Ja, dann kann man sich schon denken, was dann nach so einer Aussage kommt. Jetzt haben sie die große Baurechtsnovelle in Brandenburg. Wird auch für die Leute, könnt ihr mal hier die Leihpark-Leute fragen, nochmal interessant. Und da haben sie es halt mit reingeschrieben. Ja, und dann wird der Sprecher halt gefragt, jetzt vor 2 Tagen war das, glaube ich, gefragt, naja, irgendwie müssen wir den BR ja fertig kriegen. Aber das war dann schön ehrlich wenigstens. So kann man es auch machen, da wird der Gesetzgeber wenigstens mal tätig. Ja? Unsere Zeit ist, glaube ich, so langsam aber sicher mal um. Ich, wie immer am Ende. Schmeißt du mich jetzt raus? Da steht übrigens noch Bier. Da steht die ganze Zeit so ein bisschen in der Sonne. Können wir das mal aufmachen jetzt? Warum sagst du das jetzt? Nach 4. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Viel Bier nach 4. Ach so, das kann man dann hier mit. Die Couch hat mein Feuerzeug gefressen. Ja, das können wir machen. Au! Das macht Zeug. Am Ende frage ich ja immer, gehst du davon aus, dass der Flughafen noch eröffnet wird? Ja. Und ich sage dir jedes Mal ja. Jedes Mal sage ich dir, wenn man genügend Geld und genügend Zeit auf ein Projekt wirft, dann kriegt man das auch fertig. Und die öffentliche Hand hat genügend Geld und genügend Zeit. Warum hat sie genügend Geld? Weil sie immer noch kreditwürdig ist. Warum hat sie genügend Zeit? Weil die meisten Berlinerinnen und Berliner immer noch SPD wählen. Martin Delius, vielen Dank. Ja, und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.